Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer munteren Runde Buddha schießt ins Blaue. Und ja. Ich hab doch hier panzerbrechend, oder? Wem schießen ihn da? Der Preis für den besten, für den schlechtesten Schützen geht dieses Jahr und auch in den folgenden Jahren ab Buddha. Tududududu. Der ist so schlecht, das muss man erlebt haben. Was war denn? Hey, schnapp dich! Meine Güte, könntest du mal ein bisschen schneller zielen? Dafür wirst du bezahlen! Meine Güte, ich bin so schlecht. Wie können die denn so tief hier rinkommen? Ah! Keine Munition mehr. Der trifft einfach da ja nicht. Ach so, die gehören ja zu uns. Bist du okay? Ja, alles klar, alles klar. Joel! Oh Mann! Sie kam aus allen Richtungen und Maria schrie, wir müssen weg! Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll.
ein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria! Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Warum kann er ihr nicht... Nochmal, ich verstehe nichts. Warum kann er das nicht machen? Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt, wo lang? Komm mit. Ich hab sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf den anderen da aufzuräumen. Okay. Seid vorsichtig. Ja, ruhig. Ja. Da sind Spuren. Na komm. Kann nicht mal einmal laufen. Warum rennt die denn jetzt weg? So dumm. Sie kann noch nicht weit sein. Wir finden sie. Keine Sorge. Dieser Dickkopf. Macht sie das öfter mit dir? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie hat. Er kann ihr doch einfach sagen, wo das, oder ihm sagen, wo das ist, und dann gehen wir selber. Wisst ihr, wir brauchen ihn doch nicht dafür. Hier geht's nicht weiter. Okay, na los. Hufspuren. Sie muss in dem Wald sein. Ey, Lieb, was soll das denn bloß? Ja, das frage ich mich auch gerade. Fluch der Göre. Da, Spuren. Okay, gut. Hä? Na, zeig doch nicht rückwärts, du Idiot. Sag doch einfach, dass es geradeaus weitergeht. So ein Blödschiss. Wow. Ich geb dir Deckung. Wie viele sind es? Verdammt viel zu viele. Hey, er ist hier drüben. Geh außen rum, ich geb dir Deckung. Ja, da, du wolltest doch Deckung geben, du Fatzke, Junge. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Wofür ist denn der da, sag mal? Klettert der denn lang? Oh, verdammt! Mensch, du mach doch mal schneller laden, Alter! Ich hab auch keine Heilung mehr. Ich bin so gut wie tot. Wo ist denn der jetzt? Steckt der sich da irgendwo? Ich kann ja wenigstens hier was herstellen.
Wo ist denn der jetzt? Heilige Scheiße! Verarzte dich! Ja, mit was denn? Ich hasse Versteckspiele, komm raus, Arschloch! Zeig dich, du Memme! Oh, verdammt! Da hinten ist irgendwas. Das waren alle. Alter. Keine Muni, kein Janisch, kein... Nur weil diese Rotzgöre der Meinung ist, wie ist die hier durchgekommen? Die kann hier nicht durchgeritten sein. Das Übliche, keine Munition mehr. Wo ist denn der jetzt hin, der Typ? Komm, zu den Pferden! Na komm. Wie ist sie hier durch? Ohne dass sie getroffen wurde oder ohne dass sie gestorben ist. Ne? Unlogisch ist das alles. Die Spur geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen. Gehen wir. Mit Knie sollte man die legen und vertrümmen. Kein Essen geben. Einsperren. Ja, bei der Ranch. Unser Pferd. Sie muss da drin sein. Sieht sicher aus. Mann, oh Mann, oh Mann, oh ey, da machst du was mit. Vorsicht! Ellie? Ellie? Ich bin hier! Oh, Herrgott. Ich halte Wache. Ihr solltet euch mal unterhalten. Ah, da gibt es hier, ach hier ist mal was.
Alter, ich brauche mehr Fressen. Oder wenigstens irgendwas, womit man hier... Irgendjemand hat gesagt, ja, oh, im Spiel findest du noch so viel. Braucht das bloß auf? Du hast nachher genug. Mehr als genug. Wann ist denn nachher? Wieso ist denn das hier so ordentlich alles? Bisschen staubig und eingestaubt, aber ansonsten sieht das hier richtig schnieke aus. Aber nur gibt das hier nichts. Keine Waffen, kein gar nichts. Wo bist du, du verdammte Jöre? Da ist noch einer. Savage Starlight. Burg 12. Vor 15 Tagen hatten die Reisenden die Enttarnte von Neumann entdeckt. Der Angriff tötete den Großteil der Mannschaft und vielleicht noch wichtiger, er unterbrach die Kettenreaktion im Nullpunktantrieb. Mit Unterlichtgeschwindigkeit würde es 6000 Jahre dauern, die Heimatwelt der Reisenden zu erreichen. Sie ist nah, aber nicht nah genug. Die Hoffnung scheint für Daniela verloren zu sein. 6000 Jahre, das geht doch noch. Sieht ja alles so ordentlich aus. Dennoch gibt es hier nichts. Alles bloß voll hier. Aber das, was du brauchst, kannst du... Kannst du alles nicht gebrauchen, so wirklich. Medizin, ich muss Medizin bauen. Und noch wichtiger, ich brauche Waffen, Munition. Haben die sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Ha? Einfach weglaufen, dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Gezicht besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy! Weißt du, ich bin nicht Was? Sie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin. Denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt. Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt. Wir sind nicht allein. Ich habe keine Munition.
Zwei kommen gerade rein. Und es sind schon welche da. Ich werde hier suchen, Mann. Sehen wir da drüben nach. Wo ist dieser Scheißdieb, verdammt? Scheiße! Du Mistkerl! Mensch, schlag doch mal zuerst zu! Meine Güte, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass der den da nicht trifft. Sag mal, das ist doch, das Spiel will ihn doch verarschen. Kannst du sagen, was du willst? Das Spiel will einen verarschen. Meine Güte, der holt aus und wie lange braucht er denn zum Zuschlagen? Ich hab noch ja nicht in dem Zimmer nachgeguckt jetzt. Gibt da Waffen, Munition, irgendwas? Irgendeine verschissene Scheiße. Nischt. Freunde, ihr müsst ohne mich klarkommen. Ich habe keine Munition. Bleib da. Dafür wirst du bezahlen. Mensch, was machst du denn? Ich finde dieses Arschloch. Wo steckst du, Mistkerl? Oh, verdammt! Okay, alles sauber. Munition hat trotzdem keiner dabei gehabt. Gehen wir raus zu den Pferden. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Na los. Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder mit unserem Griesgremien-Charakter, der nicht schießen kann, der keine Munition mehr hat. Naja, ist nicht so schlimm. Eigentlich ist es nicht so schlimm, weil schießen können wir ja eh nicht. Wir würden sie eh bloß verbraten. Also von daher, haltet die Ohren steif und tüdelü.